In der gesamten Bundesrepublik testen Mannschaften derzeit ihre Frühform, so auch der Bremer SV und die zweite Garde des FC Schalke 04. Die beiden Regionalligisten im direkten Vergleich und auf dem Rasen auch ganz viel Bundesliga-Erfahrung. Pierre-Michel Lasogga schnürt die Schuhe zur neuen Saison für die zweite Garde von S04. Heute erwarten wir ein Spiel auf Augenhöhe. Die Schalker in Weiß und Blau, die Gastgeber von links nach rechts. Die erste Aktion, die gehört allerdings den Gästen. Balouk mit viel zu viel Platz da im Zentrum, wird auch nur halbherzig attackiert. Der Abschluss dann allerdings deutlich zu lasch. Und in der Folge das Spiel von so kleinen Fehlern geprägt. Beiden Teams fehlt noch die hundertprozentige Abstimmung. Sie sind noch in der Findungsphase. Auch die Standards lassen noch deutlich Luft nach oben. Nach 25 Minuten dann die erste Trinkpause. Brutale Hitze hier am Panzenberg. Die bekommt allerdings den Schalkern ein gutes Stück besser. Erster richtig solider Angriff von den Gästen. Müller hinterläuft. Und dann ist da Castelle mit dem Schuss. Heimkeeper Seemann ist auf dem Posten. Chance lebt weiter. Und Balouk zeigt an in der Mitte. Gebt mir den Ball, er kriegt ihn auch. Schuss allerdings erneut harmlos. Schalke versucht es dann weiter. Müller, auch der Schuss zu umplatziert. Und es dauert tatsächlich dann bis zur 40. Minute, bis auch der BSV hier aufwacht. Und offensiv dann auch tätig wird. Super Pass in die Tiefe. Und auch beim Abschluss fehlt nicht so viel. Größte Chance der Gastgeber im ersten Durchgang. Den gehört dann auch die letzte Aktion. Bukusu im 16er zeigt an, Männer, kommt ran. Und dann kommt tatsächlich auch einer, der Abschluss. Dann allerdings extrem ungefährlich, Diop war das. Und dann gehen wir schon in die Halbzeitpause. Tiefgehende Beratung noch auf der Schalker Bank. Die Schärfe im Abschluss. Die würde der U23 des Zweitligisten extrem gut tun in der zweiten Hälfte. Und die Knappen fangen dann auch gut an. Exzellenter Pass in die Schnittstelle. Van der Sloot dann auch cool vom gegnerischen Tor. Allerdings Abseitsposition gepfiffen. Tut den Offensivbemühungen der Gäste allerdings keinen Abbruch. An den Cora Meisel. Giamfi und dann rappelt's im Karton. Das 0:1. Super stark gemacht von Meisel, der da 2-3 Gegner bindet. Und dann Giamfi mit dem starken linken Fuß in der 59. Spielminute aus der eigenen Jugend hochgezogen. Der Mann aus Ghana mit dem Tor. In der Folge der Sportverein dann mit Wut im Bauch. Eigentlich auch ganz gut platziert. Vedat kriegt den Kopfball allerdings nicht richtig hin. Und dann kommen wieder die Gäste, die insgesamt dann schon ein Stück besser sind am heutigen Tag. Chadjobo gegen 1, gegen 2, gegen 3. Und dann steht es hier 0:2. Top-Einzelleistung in der 81. Spielminute. Von Paderborn 2 gekommen. Und hier sehen wir, warum Schalke ihn geholt hat. Sehr agil, sehr wendig, sehr dribbelstark. Der Rechtsaußen könnte die Schalker in der neuen Saison beleben. Belebung brauchen auch die Hausherren. Wir sind schon tief drin jetzt in der Schlussphase. Dann Kishi. Exzellente Einzelaktion. Die Hereingabe kann sich auch sehen lassen. Der Kopfball allerdings genau in die Arme von Paris. Und dann ist hier schon Feierabend. Mit 2:0 gewinnt die U23 von Schalke 04 beim Bremer SV. Gute Testspielleistung also. Jetzt geht's ins Trainingslager nach Warnemünde für die Knappen. Wir hören in der Folge die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, dass das ein ganz guter Test hier heute war einfach. Wir sind natürlich jetzt gerade auf dem Weg ins Trainingslager, als Zwischenstopp das Testspiel eingebaut. Und ich finde, dafür haben wir es gut gemacht heute unter den Witterungsverhältnissen. Das Wetter war heute echt sehr, sehr heiß. Deswegen war es jetzt auch nicht ganz so einfach, heute Fußball zu spielen. Dafür haben wir es
gut gemacht. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, uns die ganz klaren Torchancen heute rauszuarbeiten. Aber nach wie vor, wir sind noch in der Vorbereitung, wir sind auch noch in der Erfindungsphase. Wir haben viele neue Spieler und am Ende ja, haben wir trotzdem 2-0 gewonnen. Und ich glaube, darauf können wir jetzt wieder aufbauen. Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir sind ein sehr junges Team, haben uns gut zusammengefunden. Vorbereitung läuft bisher auch gut. Arbeiten alle immer sehr intensiv beim Training. Und ja, wir haben das beide Halbzeiten sehr gut gemacht. Leider durch 2 dumme Fehler 2 Gegentore bekommen. Aber an sich war das eine ordentliche Leistung. Unser 2. Spiel jetzt und gegen einen sehr guten Gegner, die das auch sehr gut gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr gut aufgenommen worden bin bei den Jungs. Ist natürlich eine ganz andere Rolle, als wie ich zuvor einfach immer hatte. Ich bin so ein bisschen deutlich mehr in der Verantwortung als erfahrener Spieler einfach in der Truppe. Aber die Jungs haben mega Bock, Riesenpotenzial und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch am Saisonstart gut vorbereitet sind und auch eine sehr gute Rolle, glaube ich, in der Regionalliga West spielen werden.